Hallo und willkommen bei deinem Hip-Hop-Dance-Workshop. Heute zeige ich dir eine Drehung, die Pivot-Turn heißt. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, weil die kommt in Jazz und in der Hip-Hop-Tanzrichtung recht häufig vor. Und diese Drehung möchte ich dir heute zeigen. Also, lass uns starten. Und zwar, du stehst auf beiden Füßen. Insgesamt, damit du so einen Eindruck bekommst, wie es überhaupt alles aussieht, geht die Drehung ungefähr so. Ja, das ist die Drehung. Also man dreht sich und irgendwie bleibt man trotzdem noch am Platz stehen, ne, weil das eine Bein hier fest am Platz ist. Also, wir starten auf beiden Füßen und du gehst, das erste, was wir machen ist, wir beginnen mit dem rechten Fuß. Du machst einen Schritt nach vorne, so als würdest du wirklich nach vorne kommen wollen. Und jetzt, Achtung, drehst du dich und sagst, nö, ich gehe lieber nach hinten. Okay, diesen Moment, das möchte ich nochmal mit dir machen. Du gehst vor und du drehst um. Ja, also mit dem rechten Fuß gehst du nach vorne und dann drehst du dich links herum. Achtung, hier, eine halbe Drehung. So, dass du jetzt mit dem Rücken zu mir bist, wahrscheinlich. Ja, also das machen wir nochmal. Und vor, nein, doch nicht, ich gehe zurück. Wichtig ist, dass wir hier das Gewicht verlagern. Guck mal, du gehst richtig nach vorne, das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Jetzt drehst du dich und hier machst du wieder einen Step. Ja, jetzt auf den linken Fuß. Ja, also wieder hier auf den vorderen. Okay, nochmal. Und vor und drehen. Zwei Steps im Prinzip, ja? Du gehst vor und du gehst wieder rauf auf den Fuß. Lass es nochmal machen. Step, Step. So, und jetzt würde ich dich mal bitten, einmal zu schauen, damit wir uns verstehen. Ja, wir sind in dieser Position angekommen. Ich spreche jetzt mal weiter zu dir. Mach die Drehung zu Ende und du schaust aufmerksam. Also, du bist hier. Und jetzt geht der rechte Fuß wieder nach vorne, genauso wie vorhin. Und dann drehst du dich wieder um. Ja, im Prinzip ist es eine Wiederholung. Ja, du hast hier vor, du drehst um. Und dann geht wieder der rechte Fuß vor, du drehst wieder um und zack, auf den vorderen Fuß drauf. Ja, sodass du vier Steps hast. Ich übertreibe das jetzt mal, schau mal, Step, 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 Step. Ne? Ich mache das mal groß, Step, Step, Step. So machen wir das natürlich nicht, aber zur Veranschaulichung hilft es. Lass uns jetzt zusammen machen, du hast jetzt den Überblick. Huh, welche Richtung? Ganz easy, wir schaffen das. Also, mit dem rechten Fuß, ja, gehst du nach vorne. Jetzt drehen wir uns links herum. Du gehst hier drauf auf den Fuß und jetzt holst du den rechten Fuß von hinten nach vorne. Du gehst wieder nach vorne und drehst dich weiter herum. Linke Schulter zurück, zack. Ja? Etwas schneller. Komm, wir gehen vor, wir gehen, verlagern das Gewicht, wir gehen wieder vor und du drehst dich um, ja? Vor, verlagern das Gewicht, umdrehen und vor, umdrehen, nach vorne. Ein bisschen schneller. Pause und vor, Schritt, vor, Schritt. Vor, Step, vor, Step. Und vor, Step, vor, Step. Ne, du merkst hier auf dieser Seite, der linke Fuß, der hebt eigentlich immer nur an. Zack. Und wieder, immer nur anheben und abstellen. Ne? Der bewegt sich nicht weg vom Platz. Der rechte Fuß geht nach vorne hier und macht hier auch einen Schritt. Ja, der bewegt sich richtig. Okay, nochmal die rechte Seite. Vor, vor. Ne, bei der rechten Seite, wenn wir mit rechts vorgehen, drehen wir nach links. Ja, und dann rechts vor und weiter nach links.
Ne, es bietet sich ja an, hier hinzudrehen, anstatt da hinzudrehen. Ne? Da sind irgendwie die Beine im Weg, also drehe ich mich in die Richtung. Lass uns nochmal machen, nur die rechte Seite. 6, 7 und Step, 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 Step. Ne? Pivot, Turn und vorne. Nochmal. Vor, vor, Tack und vor, Step, vor, Step. Sehr schön. Dann haben wir noch die andere Seite. Die will ja auch irgendwie geübt werden. Das machen wir jetzt, ja? Wir beginnen wieder langsam. Mit links geht es diesmal vor. Jetzt hier, du willst nach vorne. Dann überlegst du es dir doch anders. Und drehst dich herum mit Gewichtsverlagerung auf den rechten Fuß. Ja, machen wir diesen Teil nochmal. Der war ja wichtig, weil der sich wiederholt. Und du gehst links vor. Du drehst um, zack, auf den rechten Fuß das Gewicht verlagern. Nochmal, vor und Step. Ja, also du hast Linksbelastung, Rechtsbelastung. Okay, links, rechts. Nochmal und links, rechts. Das üben wir letztes Mal. Und links, rechts. So, jetzt Achtung, du schaust nochmal. Wir sind wieder in dieser Rückansicht. Der linke Fuß steppt nach vorne. Und dann drehst du dich herum mit der rechten Schulter zurück und rechter Fuß wird belastet, ja? Also nochmal langsam. Ich bin hier, ich hole mir den linken Fuß wieder nach vorne. Ich gehe nach vorne, dann überlege ich es mir doch anders und gehe in die andere Richtung. Drehe mich um und gehe in die andere Richtung, okay? Puh, machen wir das Ganze mal im Fluss, dann ist es, glaube ich, verständlicher. Jetzt zusammen langsam. Links Step, umdrehen, Belastung auf rechts. Links Step vor, umdrehen, Belastung wieder auf rechts. Ja, du hast wieder diese vier Steps aufgeteilt in der Bewegung. Okay. Vor, Step, vor, Step. Ich übertreibe mal wieder und ich mache die großen Schritte zur Veranschaulichung, damit dir ganz klar wird, dass es richtig ein Schritt ist mit Gewichtsbelastung, also mit Fußbelastung. Ne? Da ist richtig Gewicht drauf. Okay, machen wir ein bisschen schneller. Step, Step, Pause. Ja, wieder. Links, Step, Pause. Nochmal. Und vor am Platz, vor am Platz. Ja, und vor am Platz, vor am Platz. Ja, hier ist es so, der linke Fuß bewegt sich, der rechte bleibt jetzt am Platz. Zack, ne? Gott sei Dank haben wir nur zwei Körperseiten und nicht noch mehr, ne? Okay. Noch ein bisschen schneller. Zack, 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 Pause. Letztes Mal. Oh, zack, 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 Pause. Sehr schön, das soll es gewesen sein. Unsere Pivot-Turn, die werden wir sicherlich noch mal in dem einen oder anderen Video wieder aufgreifen. Vielleicht noch mal in einer Kombi mit einem anderen Schritt. Ja, aber so weit, so gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast diesen Schritt, diese Bewegung gelernt. Wenn es so ist, hinterlass mir unten einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Anna.